Hey ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Vlog. Erstmal wünsche ich euch ganz offiziell ein Happy Dezember. Ich bin so happy, Leute. Die Vorweihnachtszeit fängt an und ich bin's blühende Leben. Ich freue mich auf jeden Fall wieder mega, dass ihr eingeschaltet habt. Leute, heute zu einem, ja, ich würde jetzt mal sagen, Christmassy Vlog. Ja, die Vorbereitungen laufen auf jeden Fall und ja, ich dachte, ich nehme euch mal mit in mein ultralanges Wochenende, weil ich habe mega viel auf dem Plan stehen, Leute, wirklich. Ich habe so leicht die Befürchtung, das wird wirklich der längste Vlog ever, weil ich will so viel machen dieses Wochenende und ich weiß nicht, wie lange dieser Vlog wird. Deswegen, Leute, vielleicht knacken wir heute die Stunde. Ich hoffe es nicht. Ich gucke, dass ich alles schön zusammenschneide, aber es kann natürlich passieren, dass wir in Überlänge gehen dieses Mal. Ja, auf jeden Fall, um euch so ein bisschen abzuholen, es gibt ein bisschen was zu tun. Was auf jeden Fall ganz auf der obersten Prioritätenliste steht, ist, meinen Weihnachtsbaum aufzubauen. Ganz wichtig, den muss ich machen. Dann will ich euch schon mal so ein paar Weihnachtsgeschenke zeigen, die ich zum Beispiel für meine Schwester schon gekauft habe. Die kommen auch mit in den Vlog. Dann muss ich noch eine kleine Bug-Session machen dieses Mal, weil ich habe noch zu viele Bananen und muss so ein Bananenbrot-Kuchen machen. Und ganz wichtig, ich glaube, das wird der längste Part von diesem Vlog, das Q&A. Ich habe mich so gefreut, Leute. Ich habe die Kommentare gelesen unter meinem letzten Vlog und habe auch auf Instagram eine Umfrage gemacht, beziehungsweise so einen Fragesticker. Und Leute, ihr habt mir richtig viele Fragen gestellt. Wirklich, ich habe mich so gefreut. Ich hätte damit niemals gerechnet. Ich habe mir alle Fragen rausgeschrieben. Aber Leute, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das von der Zeit überhaupt nicht packe, das alles zu beantworten. Also da geht auf jeden Fall mal ganz, ganz, ganz viel Liebe raus an euch, dass ihr so mitgemacht habt. Und mir ist es auch persönlich so wichtig, dieses Q&A zu machen, weil ich so das Gefühl habe, dann kann ich auch auf euch so ein bisschen eingehen. Wisst ihr, wie ich meine, so eure Fragen zu beantworten, was ihr gerne wissen möchtet und über was ich wahrscheinlich noch nie geredet habe, ohne irgendwie darüber nachzudenken. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal in den Vlog. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt schon mal eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Ich hole jetzt mal ganz schnell die Geschenke, die ich bis jetzt für meine Schwester habe. Und zeigt ihr euch mal. Ich dachte mir so, eigentlich könnte ich alles auf einmal machen, ne? Also so alles auf einmal zeigen, wenn ich alles habe. Aber dann dachte ich mir so, wieso soll ich es nicht aufsplitten? Dann habt ihr vielleicht sogar Geschenkideen vor Weihnachten noch. Weil ich weiß nicht, ob ich das dann noch in den Vlog packe, der vor Weihnachten kommt. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen, ich hole die jetzt mal schnell. So, ich habe mich jetzt mal wieder hier hin platziert und habe mal das Körbchen geholt, wo eigentlich die Geschenke dann reinkommen sollten. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig, wie ich das alles so verpacke und wie ich das so darstelle. Weil bei meinen Geschenken ist es immer so, es hat entweder ein Motto oder es muss halt einfach so schön aussehen, alles zusammen. Wisst ihr, wie ich meine, dass das alles irgendwie so einen schönen Leitfaden hat? Genau, ich hole jetzt mal die Sachen raus, die ich bis jetzt gekauft habe. Und zwar habe ich ihr zum einen, das habt ihr wahrscheinlich bei mir schon gesehen, das Buch von Tom Felton geholt, weil sie hat es bei mir gesehen, beziehungsweise sie hat es auch vorher schon, ich meine, auf TikTok oder so gesehen und hat gesagt, oh mein Gott, sie will dieses Buch unbedingt haben. Und deswegen war das auch wirklich das Erste, was ich von den Geschenken hatte, weil das habe ich direkt zweimal bestellt, einmal für meine Schwester und einmal von mir, also kriegt sie einmal das zu Weihnachten. Als nächstes habe ich ihr, weil meine Schwester und ich, wir lieben chinesisches, asiatisches Essen. Und deswegen habe ich ihr ein Sushi-Stäbchen-Set gekauft, weil ich habe zu Hause auch so ähnliche. Und manchmal will sie mir klauen. Und ich erwische sie jedes Mal, weil ich habe ja auch nur eine gewisse Anzahl zu Hause. Dann sage ich so, die kannst du mal schön hier lassen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich schenke ihr einfach ihre eigenen Stäbchen und genau, das habe ich ihr geholt. Das habe ich übrigens auch von Amazon. Als nächstes habe ich, das ist übrigens in so einem süßen Beutel drin. Das ist so ein Ding. Seht ihr das? Damit kann man sein Shampoo im Haar so ein bisschen verteilen und einmassieren. Da ist auch irgendwie eine Anleitung dabei, aber die lasse ich jetzt mal drin. Die braucht man nicht. Dachte ich so als kleines Gadget. Ich weiß auch nicht, wo ich das wieder gesehen habe. Ich glaube aber sogar, das wurde mir auf Amazon vorgeschlagen. Und ich dachte mir so, eigentlich wollte ich es mir auch bestellen. Dann dachte ich so, nee, komm. Nee, du musst nicht alles doppelt kaufen. Es ist ja auch Weihnachten. Vielleicht hat sie ja auch dieselben Ideen.
Aber wie gesagt, das habe ich ihr noch geholt. Und ansonsten, da war auch so ein Punkt, wo ich mir so dachte, boah, eigentlich möchte ich das auch, ne? Und zwar kennen wir das Buch von Nina Dobrev. Ich weiß nicht, ob ihr die Schauspielerin kennt. Die ist von The Vampire Diaries. Und die hat das irgendwann mal, ich weiß nicht, ob sie das in der Story gezeigt hat oder keine Ahnung, auf Instagram oder so. Und die kocht immer aus diesem Buch. Und ich muss sagen, ich habe mal so ein bisschen reingeluxt, ne? Ich zeige euch das mal so. Sieht auf jeden Fall mega lecker aus, alles. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was sie davon hält. Und das war auf jeden Fall was, was nicht jetzt auf ihrer Wunschliste oder so war, aber wo ich wusste, okay, die will es unbedingt haben. Und dann dachte ich mir, komm, ich nehme es jetzt einfach mit. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich selbst habe noch gar nicht so richtig drin rumgeblättert, muss ich sagen. Aber sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Genau. Und dann, wie gesagt, den habt ihr ja eben schon kurz gesehen, habe ich eine Holzbox habe ich gekauft. Und zwar habe ich dann noch dazu so eine Lichterkette geholt, mit Batterie natürlich, die habe ich auch gleich gekauft. Und die wollte ich praktisch so drumrum wickeln. Wisst ihr, wie ich meine? Oh, da ist eine Kerze umgefallen, weil ich habe ja auch noch eine kleine Kerze geholt. So eine ganz normale Standardkerze, einfach so ein bisschen, um es mit reinzutun. Und die Lichterkette wollte ich so ein bisschen um diesen Holzkarton machen und die dann natürlich anmachen an Weihnachten und dann ja, die Geschenke da reintun. Finde ich ganz süß. Und die Geschenke werden natürlich auch ganz süß eingepackt. Ich habe überlegt, dass ich vielleicht so braunes Papier nehme mit so einer Kordel. Wisst ihr, so ein bisschen Harry Potter angehaucht? Muss ich mal überlegen. Weiß ich noch nicht genau, werden wir dann sehen. Aber das sind auf jeden Fall die Sachen, die ich ihr bis jetzt gekauft habe. Wie gesagt, ist noch nicht so ein Faden drin, aber wir werden mal sehen, wie es kommt. Ich denke mal, ich werde dieses Jahr sowieso auch What I Got for Christmas machen. Wie jetzt zum Beispiel zu meinem Geburtstag hatte ich ja auch, was ich zu meinem Geburtstag bekommen habe. Und ich denke, das werde ich für Weihnachten auch machen. Und vielleicht macht ja meine Schwester auch mit. Dann kann sie ihre Sachen zeigen, die sie gekriegt hat. Und dann seht ihr ja auch, was ich ihr noch gekauft habe. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal mit Rio eine Runde spazieren. Es regnet auch draußen. Ich freue mich riesig. Und das sind wirklich meine Lieblingsspaziergänge, muss ich ganz ehrlich sagen. Lieben, es ist Zeit für meinen Lieblingspart von diesem Video. Ich freue mich so riesig. Leute, ich habe mir extra heute mal eine festliche Tasse. Boah, die ist richtig heiß. Ich weiß nicht, wie soll ich die zeigen? Die ist so heiß. Da habe ich mir die Starbucks-Tasse geholt mit dem Glitzer hier am Henkel. Oh, die ist so schön. Die ist so richtig festiv. Und ich dachte mir, ich trinke heute mal Schneewunder von Messmer. Also lieb ich ja auch, ne? Was ist heiß, Leute. Boah, ich liebe auch diese Teesorte, ne? Schneewunder müsst ihr unbedingt mal probieren. Trinke ich auch nur vor Weihnachten, damit es immer schön was Besonderes bleibt. Ich dachte mir. Oh, heiß. Gut, den stelle ich mal beiseite, bis er ein bisschen abgekühlt ist. Seht ihr, wie der dampft? Ich habe mir heute mal was anderes geholt, währenddessen ich eure Fragen beantworte, worauf ich mich schon riesig freue. Also erstmal, Leute, habt ihr eigentlich gesehen, was ich hier anhab? Ich weiß ja nicht, ne? Also wer von euch American Horror Story geguckt hat, erste Staffel, Murder House, dem kommt der Pulli vielleicht ein bisschen bekannt vor. Also das ist wirklich so ein richtig langes Sweatshirt. Und ich liebe es. Ich habe es einfach neu und es ist so richtig so, ich liebe es einfach.
Leute, das hat der Tate an in der ersten Staffel. Ich kann nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, um zum Thema zu kommen, habe ich mir heute mal was anderes geholt. Wer meinen Vlog gesehen hat, wo ich in Holland war, der hat das wahrscheinlich mitbekommen, dass ich mir vor einiger Zeit in Holland so ein, ja, ich will mal sagen, so ein Buchtrenner, Buchstütze, Bookshelf-Ending geholt habe. Und zwar ist es nicht von Harry Potter, also von der Marke, sondern das ist praktisch, ja, nachgemacht, würde ich jetzt mal sagen. Aber wenn man es sich anguckt und dann weiß man eigentlich ganz genau, für was es ist, sind wir ganz ehrlich. Ich zeige es euch gleich mal. Ich mache nur mal die Folie ab, sonst spiegelt es so. Und zwar seht ihr hier, das ist einfach der Hogwarts Express. Wie süß ist er denn einfach? Und das sieht am Ende so aus. Also das ist so richtig... Ich weiß nicht, ob ihr die Dinger kennt. Ich kenne die von TikTok. Aber ich habe das, wie gesagt, in diesem Buchladen gesehen, dort, wo wir in Holland waren. Da dachte ich mir so, nee, muss ich mitnehmen. Also ihr könnt euch ja mal das Video angucken. Da mache ich so einen kleinen Haul von Holland, was ich so alles gekauft habe. Und am Ende soll das halt einfach so aussehen. So zwischen den Büchern stelle ich mir richtig süß vor. Ich weiß nur nicht, wie das so mit dem Zusammenbauen ist. Ich meine, ich habe bei Lego schon meine Probleme, ja. Deswegen bin ich mir da ein bisschen unsicher. Aber wir packen es erstmal aus. Und ich breite es mal ein bisschen aus und gucke es mir mal an. Und ja, dann schauen wir mal, ne? Wo ist die Anleitung? Ich kann nicht mehr. Ich krieg die Krise. Leute, sagt mir nicht, ich muss das auch noch anmalen. Nee, oder? Oh mein Gott, was ist denn hier los? Hier ist sogar Elektrik dabei. Das ist wirklich Lego Next Level mit einem Mini-Schraubenzieher. Okay, selbst ist die Frau. Und anscheinend im Kleber. Könnte Sauerei geben. Leute, ist ja auch nur so ein bisschen Vorwand, um ein bisschen was zu kuscheln, währenddem ich eure Fragen beantworte. Ich brauche es ja, ihr wisst. Ich habe mir auf jeden Fall die Fragen rausgeschrieben und werde die jetzt nacheinander abarbeiten. Leute, ich sag ganz ehrlich, ich hoffe wirklich, dass ich das alles hier reinpacken kann, weil ihr habt mir wirklich so ultra viele Fragen gestellt, habe ich euch ja schon erzählt. Ich habe mich mega darüber gefreut, wirklich. Also hätte damit niemals gerechnet, dass es so viele offene Fragen gibt. Und deswegen fangen wir auch direkt mal an. Ich habe mir nämlich die Fragen schön als Notiz gespeichert. Und ich würde sagen, let's go. Ich fange mal mit einer entspannten Frage an. So, die erste Frage ist richtig süß. Mit welchem Buch hat deine Leseliebe angefangen? Leute, das kann ich euch direkt beantworten. Und zwar, ich bin auf jeden Fall nicht so ein Mensch gewesen, der schon seit der Kindheit liest. Also ich habe das ziemlich spät für mich entdeckt, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich habe als Kind nicht gelesen, ich habe keine Hörbücher gehört oder so irgendwas. War ich nie so into, ich weiß auch nicht warum. Ich habe auf jeden Fall erst sehr, sehr spät angefangen zu lesen. Und zwar, als ich ein Teenie war eigentlich eher. Ich weiß gar nicht genau, wie alt ich war. Ich schätze jetzt mal, ich war so um die 14, 15. Und Leute, es ist wirklich ganz klassisch. Ich habe es jetzt sogar hergeholt, weil ich habe die Bücher sogar noch. Und die sehen wirklich ganz schlimm aus. Ich habe wirklich damals einen großen Scheiß da drauf gegeben, ja, wie ich die Bücher lese, zum Thema Leserillen und sowas. Ich habe es extra hergeholt und zwar sogar noch mit meinem alten Lesezeichen, zeige ich euch gleich. Lege ich mal nebenhin. Und zwar war es Twilight. Leute, was soll ich sagen? Richtig unspektakulär habe ich angefangen zu lesen mit Twilight. Das war auch wirklich für mich wie eine Sucht. Ich habe wirklich in so kurzer Zeit diese Bücher gelesen gehabt. Das ist wirklich krank und wie ihr seht, habe ich sie auch mehrmals gelesen. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Hier oben habe ich auf jeden Fall schon Tesa dran. Hier an der Seite sieht man, glaube ich, hier sehr, sehr gut einen Haufen Leserillen, Leute. Wirklich ganz, ganz schlimm. Man könnte echt meinen, was hat die eigentlich mit ihrem Buch gemacht? Und da muss ich sagen, so sehen einfach alle Teile aus. Richtig schlimm. Ich habe die, also... Kann man sich nicht vorstellen. Ich meine, jetzt kann ja eh nichts mehr passieren. Ne? Ist schlimm genug, wie es aussieht. Da waren einfach auch Bilder drin. Seht ihr das? Ich muss dazu sagen, da muss ich auch wieder was sagen. Deswegen ist das auch die Ausgabe passend zum Film. Ich habe sogar den ersten Teil, also Twilight, zuerst als Film geguckt, bevor ich ihn als Buch gelesen habe. Die weiteren Teile habe ich dann natürlich gelesen, weil zu dem Zeitpunkt waren die Filme noch nicht alle draußen. Und ja, was soll ich sagen? Leute, ich habe es geliebt. Ich habe wirklich jeden Kram auch davon gekauft. Es war auch früher schon so, dass wenn ich irgendwas geliebt habe, dass ich davon alles haben musste. Ich hole das mal hier raus. Ich hatte auf jeden Fall noch so ein super süßes Lesezeichen dazu. Fragt mich bitte nicht, wo ich das her habe. Wirklich keine Ahnung.
Aber das hatte ich natürlich dazu, ist ja klar, ne? Für ein Fangirl wie mich, ich hatte wirklich jede DVD, ich hatte jedes Buch in jeder Ausführung irgendwann. Ich habe auch dann die englischen Bücher irgendwann erst später natürlich gelesen. Ich finde wirklich, das ist eigentlich so Mainstream zu sagen, ja, ich habe mit Twilight angefangen, aber Leute, es ist so, was soll ich euch verheimlichen? Mein erstes Buch, mein erstes richtiges Buch, ich sage jetzt mal, ich meine, in der Schule hat man ja auch Bücher gelesen, ne? Ist ja klar. Aber mein erstes richtiges Buch privat war Twilight. Die nächste Frage ist, wann ich ausgezogen bin, kann ich euch auch genau beantworten. Und zwar war ich 24. Also ich habe ja am 14. September Geburtstag und am 1. September habe ich meine Schlüssel bekommen für meine Wohnung. Und ich bin dann auf jeden Fall 14 Tage später 25 geworden. Also kann man sagen, zwischen 24 und 25 bin ich ausgezogen. Ich habe ziemlich lange zu Hause gewohnt, aber darauf komme ich auf jeden Fall noch zurück, weil da gibt es noch eine Frage, die ultra oft gestellt worden ist. Und dann wird es ein bisschen schlüssiger, warum ich noch nicht früher ausgezogen bin. Die können wir auch gleich direkt im Anschluss beantworten. Und zwar wurde ich richtig, richtig oft gefragt, was ich aktuell beruflich mache, was ich studiert habe, was ich gelernt habe, was für eine Ausbildung ich habe, beziehungsweise was für einen Werdegang. Und deswegen beantworte ich das euch jetzt direkt. Da muss ich so ein bisschen ausholen. Also ich habe am Anfang ganz normal meinen Realschulabschluss gemacht und habe dann angefangen, eine Ausbildung zu machen als Einzelhandelskauffrau. Leute, ich sag euch mal was, dafür braucht man keine Ausbildung, ja? Also, sind wir ganz ehrlich. Und ich war im ersten Lehrjahr und dachte mir jeden Tag so in der Mittagspause, ich bleib hier nicht. Ich bleib hier nicht, Leute. Ich kann das mental nicht. Ich bin dafür nicht gemacht. Also, ich muss auch sagen, das ist so ein bisschen Real Talk jetzt auch so zwischendurch. Ich finde, mit so einem jungen Alter, weil man geht ja normalerweise 16, 17, 18, so geht man von der Schule runter und irgendwie hat man da ganz andere Sachen, die man im Kopf hat. Und ich finde, das ist irgendwie kein Alter, um zu bestimmen, was willst du dein ganzes Leben lang machen? Das ist eine Riesenfrage und die kann man mit Teenage-Jahren gar nicht richtig beantworten, weil du weißt gar nicht, was deine Leidenschaft ist, wenn du 16 oder 17 bist. Du weißt ja nicht mal, wer du selbst bist, so ungefähr. Im besten Fall weißt du es schon, aber es kommt halt meistens erst mit dem Alter. Und wie gesagt, ich war im ersten Lehrjahr und dachte mir so, das werde ich definitiv nicht mein ganzes Leben machen. Ich habe aber dann die 3 Jahre Ausbildung natürlich durchgezogen, weil eine Ausbildung zu haben ist immer wichtig und bin auch froh, dass ich es gemacht habe. Nach den 3 Jahren Ausbildung, als ich die dann bestanden habe, habe ich mir gesagt, habe ich dann natürlich auch noch weiter gearbeitet, Vollzeit, und dachte mir so, nee, irgendwas musst du machen, ne? Ich sage euch ganz ehrlich, Leute, heutzutage mit einem Realschulabschluss und einer abgeschlossenen Ausbildung ist natürlich nichts Schlechtes. Aber für das, was ich machen wollte, war es zu schlecht. Ne, sind wir ganz ehrlich. Also ich hatte mir in den Kopf gesetzt, okay, man muss heutzutage studieren, um irgendwas zu reisen und einen gescheiten Beruf zu haben, wo du glücklich bist, wo du gut Geld verdienst. Weil Leute, am Ende des Tages kommt es darauf an, dass ihr glücklich seid und im besten Fall auch noch ein bisschen Geld verdient. Ein bisschen mehr wäre natürlich gut. Ja, und dann habe ich mich dafür entschieden, auf der Abendschule, also währenddem ich Vollzeit arbeiten war, habe ich mich dann auf der Abendschule angemeldet und habe mein Fachabitur gemacht. Das ging auch nochmal 2 Jahre. Das haben die bei uns damals angeboten. Dazu musste man aber eine abgeschlossene Berufsausbildung haben, um dann die Fachhochschulreife zu machen. Das gab es einmal in Vollzeit, also man konnte das 1 Jahr in Vollzeit machen oder halt 2 Jahre in Teilzeit, abends zur Schule gehen und samstags. Also ich hatte meistens zweimal unter der Woche Abendsschule. Ich glaube, die ist so losgegangen. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich glaube, so um 6 oder 6:30. Und manchmal haben wir wirklich bis 9:30 haben wir in der Schule gesessen. Und dann musste ich ja morgens wieder raus, weil ich musste ja arbeiten. Genau, und samstags natürlich. Samstags war es immer ziemlich wild, weil Leute, ihr kennt den Einzelhandel, man arbeitet da natürlich auch samstags. Und ich war morgens immer, also von 8 bis um 1 samstags in der Schule und musste um 2 die Spätschicht antreten. Also das waren schon harte 2 Jahre, sage ich ganz ehrlich. Aber ich wollte halt auch nicht auf mein Geld verzichten. Also wisst ihr, wie ich meine? Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon meinen Führerschein, ich hatte ein Auto und musste das trotzdem auch ein bisschen finanzieren und deswegen musste ich währenddessen arbeiten gehen. Aber ich wollte es auch. Also daraufhin habe ich was gewagt. Ich habe dann gekündigt bei meinem Arbeitgeber, also im Einzelhandel, und habe ein Studium angefangen, und zwar Wirtschafts- und Umweltrecht. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Das ist eigentlich auch so ein Thema für sich. Ich war so ungefähr 22, 23,
23, 24, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich war auf jeden Fall schon über 22 und bin dann die Full Experience gegangen und bin auch auf den Campus gezogen. Leute, ich sag mal so, wie es ist. Ich habe mir das so ein bisschen anders vorgestellt. Ihr wisst, ich gucke ganz viele Filme und ich habe das mir einfach so ein bisschen schöner vorgestellt, bin ich ganz ehrlich. So ein bisschen, ja, weiß ich nicht. So Tumblr-mäßig, ne? Aber Leute, das echte Leben ist nicht so. Und ja, ich bin auf jeden Fall auf den Campus gezogen. Hab da auch eine Zeit lang gewohnt und studiert. Ich sage euch, wie es ist, ne? Da ist halt wirklich Party hard jeden Abend. Die saufen da jeden Abend ihr Bier. Ich trinke ja keinen Alkohol. Aber das war für mich nichts. Die waren halt alle 17, 18, 19. Sind direkt von der Schule abgegangen. Und dann dachte ich mir so, nee, was ist denn hier los, Leute? Was ist denn hier los? Ihr nehmt das ja gar nicht ernst. Und wisst ihr, ich war schon über 20. Ich habe schon eine Ausbildung hinter mir gehabt. Ich habe zu der Zeit dann insgesamt fast 6 Jahre schon gearbeitet. Und zieht auf den Campus, hätte mir eigentlich auch selbst auffallen müssen, dass das auf jeden Fall eine Lebensumstellung ist. Ich sage euch ganz ehrlich, wie es ist. Ich habe es einfach nicht gefühlt. Dieser ganze Vibe, zurück zur Schule zu gehen. Ich habe mein Auto abgeben müssen, weil logischerweise hatte ich ja auch dann keinen Job zu der Zeit, weil ich habe auf einem übelsten Kaff auf einem Campus gewohnt. Leute, da gab es gar nichts, ja. Da musste man mit dem Bus irgendwie 15 Minuten fahren, um mal einen ersten Supermarkt zu haben. Und das war so ein Tante-Emma-Laden. Also da hätte man auch nicht krass viel arbeiten können. Und ich wollte auch erstmal ankommen. Also Leute, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass das überhaupt nichts ist für mich. Ich wusste von Anfang an für mich, ich muss es probieren. Einfach für mich, nicht weil ich wegen jemand anders da muss, sondern einfach, ich muss diese Experience machen. Weil irgendwann hätte ich mich gefragt, was wäre gewesen, wäre ich den Schritt gegangen und hätte studiert und wäre da hingezogen und hätte es versucht. Und wisst ihr, wie ich meine? Ich bin so ein Mensch, der einfach probieren muss, damit ich mir nicht später sagen kann, ich bereue es, dass ich es nicht mal versucht habe. Und deswegen habe ich es versucht und ich habe meine eigenen Erfahrungen damit gemacht. Und die meisten Fächer waren auf jeden Fall interessant, aber dieser ganze Vibe dort, das weiß ich nicht, das war einfach nichts. Und ich habe mich dann auf jeden Fall beworben, das erste Mal in meinem Leben für einen Bürojob. Muss ehrlich sagen, ich hatte ziemlich viel Glück, weil ich war ja zu der Zeit Quereinsteiger, weil ich habe ja nie im Büro gearbeitet, habe ja keine Ausbildung als Bürokauffrau oder sonst irgendwas. Ich habe ja einen kaufmännischen Beruf und bin dann als Quereinsteiger im Büro gelandet bei einem Elektrogroßhandel. Das war auch anfangs richtig schön dort und ich habe auch mega viel gelernt. Also für mich war das wirklich... zu der Zeit dachte ich mir so, ich bin so dankbar, dass ich die Schiene wechseln konnte. Wisst ihr, wie ich meine? Ich weiß auch heutzutage gar nicht, ob es einen Unterschied gemacht hätte, wenn ich dieses Fachabitur nicht gehabt hätte. Das kann ich euch nicht sagen, weil ich hatte es ja und hatte einfach ein bisschen Glück auch, ne? Also muss man schon sagen. Und das war auf jeden Fall vor ungefähr 6 Jahren, habe ich dann praktisch die Schiene gewechselt und bin ins Büro. Und ich habe mir mein Leben lang schon gesagt, beziehungsweise was heißt mein Leben lang, seitdem ich einmal im Einzelhandel gearbeitet habe, ich möchte ins Büro. Ich bin eine komplette Büromaus, Leute. Ich sage euch so, wie es ist. Ich bin sowieso so eine Plannermaus und ich muss alles aufschreiben mit ganz vielen Buntstiften, Feinlinern, Textmarkern, Tabellen machen, To-Do-Listen. Ich bin einfach dafür gemacht, wirklich, ich blühe in sowas total auf. Ich weiß, da ist jeder anders da, weil manche können das auch nicht 8 Stunden nur am Schreibtisch zu sitzen. Verstehe ich auch absolut. Aber für mich war das einfach Goals, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und irgendwann hat das Arbeitsverhältnis halt einfach nicht mehr gepasst bei denen. Und dann habe ich gewechselt. Und das war wirklich das Glück meines Lebens. Ist jetzt kein Witz, also das ist jetzt auch nicht irgendwie so dumm gesagt, sondern ich bin in eine Firma gekommen, Leute. Ich fühle mich so wohl dort. Und das ist eine Softwarefirma. Da war auch eine Frage, glaube ich, dabei, ob ich remote arbeite. Also ich könnte theoretisch 24/7 remote arbeiten. Wir haben auch Gleitzeit und sowas. Das ist wirklich auch heutzutage, Leute, lieb ich einfach. Ich könnte remote arbeiten, aber es ist natürlich immer mal besser, wenn du auch mal vor Ort bist. Genau, die Schiene ist auf jeden Fall Buchhaltung und habe meine festen Homeoffice-Tage in der Woche und bin damit ultra glücklich und will da wirklich nie wieder weg. Also ich habe so wirklich... jetzt mittlerweile
endlich mal nach so vielen Jahren das Gefühl, einfach angekommen zu sein. Und es ist einfach so schön, weil das gibt einem so Sicherheit. Wisst ihr, wie ich meine? Und ich gehe nicht mehr mit Bauchschmerzen auf die Arbeit. Das hatte ich auch bei einem Arbeitgeber sehr, sehr stark. Das war sehr schlimm, auch so eine Erfahrung machen zu müssen. Bin jetzt im kompletten Gegenteil angelangt und für mich ist es wie so eine zweite Familie und ich bin ultra glücklich, wirklich. Also kann ich einfach nicht anders sagen. Genau, also wie gesagt, teils, teils. Ich arbeite teils remote, teils fahre ich hin. Leute, ich bin's aus dem Schnitt. Mir ist da mal was aufgefallen und zwar muss ich noch was hinzufügen, was ich zu dem Thema mit Job und Beruf und was ich momentan so mache, ganz gut dazu passt. Das war nämlich eine Frage, die habe ich komplett vergessen mit reinzunehmen, weil ihr gemeint habt, dass ich ja einen Etsy-Shop habe. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich meine, wie ihr jetzt schon rausgehört habt, mache ich hauptberuflich ja was anderes. Den Etsy-Shop, den ihr des Öfteren mal in meinen Vlogs und sowas seht, wenn ich Bestellungen mache oder sowas, das ist eher nebenberuflich, also das mache ich nicht hauptberuflich. Genauso auch wie jetzt hier YouTube-Videos oder so drehen. Dafür bekomme ich kein Geld. Das ist alles rein hobbymäßig. YouTube ist ein Hobby und genauso ist auch für mich mein Etsy-Shop mein Hobby. Beim Etsy-Shop fällt ein bisschen was ab, ist ja klar, aber trotz alledem mache ich das nicht hauptberuflich, sondern das ist eher so ein Nebending, was ich mir aufgebaut habe und worauf ich auch mega stolz bin. Aber ja, hauptberuflich, habt ihr ja jetzt gehört, mache ich was anderes. Und wie gesagt, YouTube ist eins von meinen großen Hobbys geworden, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Genau, das wollte ich auf jeden Fall nur nochmal einfügen, weil es mir gerade eingefallen ist und um die Frage vielleicht auch noch zu beantworten. Die nächste Frage, die ist richtig süß und zwar, welche Produkte nutze ich für meine Haare? Kann ich euch ganz easy beantworten, weil wenn ich so weitermache mit dem Ausschweifen, dann sind wir morgen noch nicht fertig. Ich benutze als Shampoo und Conditioner Redken. Das kann ich euch hier mal an der Seite einblenden, weil ich habe jetzt keine Lust, das zu holen. Genau, das benutze ich. Shampoo und Spülung halt ist das. Und ansonsten liebe ich seit Jahren mein Haaröl. Und zwar ist das Moroccan oder sowas. Das ist irgendwie so eine blaue Tube. Ich kann euch ja, wenn ich die Bilder finde, kann ich die euch hier einfügen. Genau, das benutze ich. Also Haaröl, wie gesagt, nicht am Ansatz, Leute, weil dann sieht es fettig aus. Aber das benutze ich so. Und als Haarspray mache ich nicht so oft, außer wenn ich mir zum Beispiel Locken mache oder so, benutze ich das hier. Das ist von Glint. Ich weiß gar nicht, welche Nummer das ist. Ich glaube 8 oder so. Und Leute, das riecht sehr gut und das verklebt nicht so die Haare. Deswegen, das benutze ich auf jeden Fall an Haarsachen. Genau. Genau, dann kam noch die Frage, woher meine Ringe sind. Also die, wo ich jetzt hier anhabe. Also zum einen habe ich ja den hier, falls man den sieht. Den hier habe ich von Pandora. Jetzt weiß ich gar nicht, wie es halten soll. Moment, ich zeige es euch so. Der hier ist auch von Pandora. Und den hier, den habe ich mir selber zum Geburtstag gekauft. Und der ist von Thomas Sabo. Der hier ist auch so ein schöner Ring. Ich liebe den, wirklich. Ich hab die ja sowieso jeden Tag an, aber ich liebe es. Leute, die Frage fand ich auch mega süß und zwar meine Lieblings-YouTuber. Leute, das ist auch so eher so eine richtig spezifische Sache, weil ich sage in jedem Video, dass ich überwiegend nur amerikanische YouTuber gucke. Und ich glaube, ihr rechnet auch eigentlich gar nicht mit den Sachen, die ich euch jetzt erzähle, weil das eigentlich gar nicht so der Content ist, den ich jetzt zum Beispiel mache, weil ich erzähle halt viel und zeige so von meinem Leben ein bisschen was oder zeige euch, was ich mir gekauft habe, mache Vlogs oder sowas. Und die YouTuber, die ich gucke, die haben eigentlich damit gar nichts zu tun, ne? Aber ich erzähle sie euch mal. Mein allergrößter Lieblings-YouTuber ist Shane Dawson. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Hat früher viel Blödsinn gemacht, sage ich jetzt mal. Und dann später hat er sehr, sehr, sehr viele Conspiracy Theories Videos gemacht. Und er hat auch richtige Serien, also auf seinem YouTube-Channel. Mittlerweile macht er auch viele Vlogs und sowas. Beziehungsweise sein Mann oder sein Verlobter macht Vlogs, den gucke ich auch gern. Der heißt Ryland Adams. Genau, also die zwei gucke ich wirklich extremst oft, heutzutage immer noch. Der macht jetzt nicht mehr so viele Videos. Der hat jetzt gerade wieder eine neue Serie rausgebracht. Aber die Videos liebe ich. Gerade Conspiracy Theories liebe ich sowieso. Also halt mir das einfach anzugucken, weil ich das mega interessant finde. Und ich finde ihn an sich einfach so lustig. Also der hat so denselben Humor wie ich, ne? Also wirklich
verliebt. Ich weiß nicht, vielleicht sagt euch Jeffree Star was und die machen auch manchmal Videos zusammen, wobei Jeffree Star ja jetzt aufhört mit YouTube, aber gut. Dann ein deutscher YouTuber, werdet ihr wahrscheinlich auch nicht mitrechnen, und zwar heißt er Dennis König. Der macht Darknet-Content, also ich sag mal so ein bisschen auf die Horrorschiene. Der macht auch zum Beispiel ein bisschen Gaming und spielt da Horror-Games und sowas. Richtig cool. Ich gucke mir jedes seiner Videos an. Ich fühle das so richtig. Ich finde es so interessant, mir das anzugucken. Also, und ich liebe seine Videos. Wirklich richtig cool. Den gucke ich auf jeden Fall auch sehr oft. Einfach, weil mich das übelst interessiert. Ne? So Darknet-mäßig, was da so abgeht. Wie krank eigentlich unsere Welt ist. Und gerade so Horror-Games und sowas spiele ich auch selber mega gern. Und ich liebe es auch, mir das anzugucken. Da sind wir auch eigentlich schon beim Thema, weil ich gucke auch mega gerne Twitch. Beziehungsweise hat es ja schon so ein bisschen was mit YouTube zu tun. Ich gucke auf jeden Fall am liebsten zwei Twitch-Streamer. Einmal den Unge. Vielleicht kennt ihr den ja. Und einmal den Montana Black. Ja, die gucke ich wirklich sehr, sehr gerne. Ansonsten gucke ich noch die Megan. Also da kann ich ihren YouTube-Kanal auch mal hier hinschreiben. Das war wirklich die erste YouTuberin, auch aus den USA, die ich wirklich gucke, seitdem ich ein Teenie bin. Seitdem schaue ich ihre Videos und die ist wirklich so eine süße Maus. Ich glaube, die ist jetzt auch mittlerweile zweifache Mom. Ich finde die auch mega hübsch, ne? Also, genau. Dann natürlich die Zoela. Ich weiß nicht, ob ihr die vielleicht noch von früher kennt. Die hat früher mal Primark-Hauls gemacht. Die fühle ich auf jeden Fall. Die kommt aus England. Auch eine mega cute. Auch ihr Mann bzw. Boyfriend ist so hübsch. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich glaube, der heißt Alfie oder so. Den finde ich auch süß. Und dann gucke ich noch Remy's Life oder Ram Life. Und die macht auch so vlogmäßigen Kram. Und die finde ich auch cute. Ansonsten fällt mir jetzt spontan gar niemand ein. Es gibt eine Booktuberin, die ich gucke. Die ist aus den USA. Die heißt Alexa Ray, glaube ich. Die finde ich süß. Aber Leute, ich bin ganz ehrlich, ich gucke wirklich selber gar nicht so viel Booktube. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin eher so... Weiß ich nicht. Also ich gucke eher so diese Twitch-Streamer und wie gesagt Darknet, also Dennis König oder Conspiracy Theories, das gucke ich schon mega gerne, so Dokus oder was. Und momentan gucke ich auch Seven vs. Wild, genau, also das auf jeden Fall mal zu dem Thema. Leute, die Frage, die muss ja natürlich kommen, ne? Schön noch ein bisschen Salz in die Wunde. Wann kommt die Booktour? Leute, das ist so ein bisschen offene Wunde, weil das Ding ist nämlich, ich würde die ja gerne machen, ne? Ich habe euch ja erzählt, muss aber davor zuallererst mal mein Bücherregal aufräumen. So, und jetzt haben wir folgendes Problem, und zwar habe ich mir zu Weihnachten, wünsche ich mir einen Bücherturm, blende ich euch hier auch mal ein, finde ich so süß, weil das ist wie so ein Regal, das so hoch geht und es sieht halt aus, als würden die Bücher aufeinander gestapelt sein. Die kann man dann schön sortieren. Und das Ding ist jetzt muss ich eigentlich warten, weil ich will eigentlich, wenn dann, müssen wir es richtig machen, ne? Weil momentan fühle ich meine Book-Situation nicht so, sieht ganz dramatisch aus. Ich wünsche mir das ja sehr zu Weihnachten und ich habe das auch meinen Eltern schon gesagt, falls ihr mir was schenken wollt, ich hätte gerne meinen Bücherturm und deswegen weiß ich jetzt nicht, weil wenn ich es davor mache, organisiere ich jetzt alles um und dann kriege ich am Weihnachten einen Bücherturm und dann sieht wieder alles anders aus, Leute, da muss man noch ein bisschen warten, es tut mir leid, ne? Aber da müssen wir jetzt durch. Dann die nächste Frage ist, welches Buch hat dich wieder zum Lesen gebracht? Ich bin mir gar nicht sicher, was ich zuerst gelesen habe. Woran ich mich jetzt noch erinnern kann, Leute, ist ein Jahr her, ich weiß es einfach nicht mehr. Noch nicht mal ein Jahr. Collini, Leute, Collini. Das erste Buch, was ich von der Collini gelesen habe, war Verity. Und da war wirklich, das war wirklich für mich Feierabend. Also das war das Beste aus allen Welten, wirklich. Also dieser Thriller, das gut geschriebene, weiß ich nicht. Das war so richtig und da hat alles wieder richtig angefangen. Und dann habe ich ja wirklich in Windeseile jedes Buch von ihr nachgeholt. Also ich habe ja dann auch Layla gelesen. Dann habe ich nur noch ein einziges Mal Ugly Love. Ja, auf jeden Fall war es dann um mich geschehen, ne? Dann hat es seinen Lauf genommen und dann war es vorbei. Also ich muss sagen, es war eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich weiß es wie gesagt nicht mehr genau, aber es müsste Verity gewesen sein. Genau, die nächste Frage ist, kaufst du deine Bücher ausschließlich neu und wenn nicht, wo kaufe ich gebrauchte? Also ich kaufe beides, Leute. Also bei Neuerscheinungen oder wenn jetzt zum Beispiel wieder die Bücherbüchse eine mega schöne Ausgabe raushaut, dann kaufe ich die neu, ganz klar. Oder wenn ich irgendwas nicht finde, gebraucht und dann kaufe ich das safe neu.
bei Amazon, beim Verlag selber oder halt, wie gesagt, auf der Bücherbüchse. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, gibt es ein Äquivalent noch zur Bücherbüchse? Also gibt es überhaupt sowas in Deutschland, dass das auch macht? Also mit anderen Büchern meinetwegen, weil kenne ich gar nicht. Müsst ihr mir mal sagen. Vielleicht gibt es da irgendwas, was ich noch gar nicht kenne. Und ansonsten kaufe ich es gebraucht bei Rebuy, ja, oder bei Medimops oder Momox. Macht es dann immer über Amazon. Und da ist, glaube ich, Momox oder Medimops. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich kaufe auch manchmal gebraucht auf Amazon. Damit bin ich eigentlich auch ganz gut gefahren bis jetzt. Die nächste Frage ist, es sind eigentlich zwei aus derselben Sparte. Und zwar mein absoluter Lieblingssong. Leute, das ist richtig schwer. Weil daraufhin ist auch die nächste Frage, welche Musikbands, Artists hörst du gerne? Ich komme jetzt erstmal kurz zu der zweiten Frage. Ich liebe die Frage ja eigentlich, ne? Wirklich, also weil ich liebe einfach Musik. Das hört sich so dumm an, weil wer hört nicht gern Musik? Ich meine, es gibt Leute, die nicht gern Musik hören, aber wisst ihr, wie ich meine? Aber Musik gibt mir so viel und ich kann euch ehrlich sagen, ich höre so viel unterschiedliche Sachen. Ich kann erstmal so begrenzt sagen, was ich überhaupt nicht höre, ist Schlager. Finde ich absolut schrecklich. Wirklich, Leute, wenn ich sage absolut schrecklich, dann meine ich es auch so. Absolut Absturz. Fasnachtsmusik. Nee, also bin ich komplett raus. Ich mag auch kein Fasnacht. Und solche Mallorca-Songs und sowas, wisst ihr, ich meine, das bin überhaupt nicht ich. Also, das geht gar nicht. Ich höre wirklich so viele verschiedene Sachen. Ich höre von den 80ern Liedern, ich höre Rock, AC/DC, Guns N' Roses, das habe ich von meinem Papa. Deswegen, da bin ich auch so ein bisschen geimpft, was es angeht. Die Lieder, die fühle ich auch extrem. Also, vor allem muss ich sagen, dass alte Lieder wirklich meistens nochmal ganz anders da treffen. Teenage geprägt, Eminem bis zum heutigen Tage noch. Lil Peep auf jeden Fall. Machine Gun Kelly. Also so wirklich komplett querbeet, Leute. Wirklich, also wenn euch das auf jeden Fall noch näher interessiert, ich habe immer unter meinen Videos meinen Spotify verlinkt, weil ein kleines Hobby von mir ist auch Playlisten zu erstellen. Und die meisten sind öffentlich und da könnt ihr ja mal reingucken. Und dann seht ihr auch, was ich für Musik höre. Also ich bin wirklich komplett breit gefächert. Ich liebe auch so richtig alte Lieder oder so. Also das ist so unterschiedlich. Das kommt richtig auf meinen Mut an. Und deswegen kann ich das gar nicht so richtig beantworten. Aber da kommen wir auch schon direkt zur nächsten Frage, die dazu auch passt. Und zwar mein absoluter Lieblingssong. Leute, das ist heftig schwer, wirklich. Also das ist richtig schwer, weil gerade so jemand wie ich, wo so viel Musik hört und so viele Lieder hört, da musste ich, als ich die Frage gelesen habe, habe ich erstmal richtig überlegt, weil es gibt zum Beispiel ein Lied, das ist so eher fröhlicher, sage ich jetzt mal. Das heißt Feel So Close von Calvin Harris und das ist von der Serie Vampire Diaries. Leute, kennt ihr diesen Song? Ich würde ihn euch ja gerne einblenden, aber darf ich ja nicht. Das ist so ein Lied, das hebt meinen Mut so richtig an. Also das ist so ein richtiger, da kann es mir so schlecht gehen, wenn ich das höre. Das pulsiert einfach in mir, dieses Lied. Aber als ich dann näher drüber nachgedacht habe, muss ich wirklich sagen, es ist von Lil Peep, Star Shopping. Wenn ich irgendwann mal meine Tattoo-Tour mache, dann werdet ihr auch erkennen, dass ich auch eine Passage von diesem Song mir tätowieren lassen habe, weil ich einfach, dieser Song ist einfach so schön. Und ich wirklich, wenn ich jetzt sagen müsste, was mein Lieblingssong ist, dann ist es Star Shopping von Lil Peep. Die Frage, die hätte ich eigentlich noch ein bisschen weiter höher nehmen müssen, weil die passt zum Arbeitsalltag so ein bisschen. Wie sieht mein Alltag aus? Also ich habe euch ja schon gesagt, ich mache das ja meistens so im Wechsel, Homeoffice und halt auf die Arbeit fahren. Da wir Gleitzeit haben, kann ich kommen und gehen, wann ich will. Wir haben eine Kernarbeitszeit von 9 bis 12, wo wir da sein müssen. Und ansonsten, Leute, kann man das bei mir in der Firma so machen, wie es dem Privatleben am besten passt. Die Firma ist sehr so Work-Life-Balance-mäßig und das appreciate ich auch wirklich, weil das gibt's nicht oft. Ein normaler Arbeitstag, entweder fange ich um 6 an, wenn ich hinfahre, fange ich um 6 an bis um 2, manchmal auch von 7 bis um 3 zum Beispiel, dann fahre ich nach Hause, hole einen Rio ab, weil der ist tagsüber bei meinen Eltern, weil ich nicht möchte, dass der alleine ist.
Theoretisch könnte ich ihn auch mitnehmen, aber ich finde das immer so ein bisschen langweilig für ihn. Deswegen, ja, dann hole ich ihn ab, dann gehen wir eine Runde spazieren und dann wird das alltägliche Abendprogramm gemacht. Dann kommen wir nach Hause, dann kriegt Rio erstmal sein Essen, dann gehe ich duschen, dann esse ich was und entweder schneide ich Video oder ich gucke einen Film. Also es ist auf jeden Fall angenehmer mit dieser Kleidzeit. Und wie gesagt, wenn ich im Homeoffice bin, dann arbeite ich genauso. Entweder fange ich um 6 oder um 7 an und arbeite dann jeweils entweder 2 oder bis um 3, manchmal auch bis um 4. Mein Alltag unter der Woche ist immer so ein bisschen gleich. Ich habe auch nicht unter der Woche zum Beispiel einen Tag frei, weil wir haben immer samstags frei. Also wir arbeiten von Montag bis Freitag und dann ist halt Wochenende. Die nächste Frage, Piercings oder Tattoos? Leute, kann ich auch ganz kurz und knapp beantworten. Definitiv Tattoos. Als nächstes haben wir das Buch, das dir im Kopf geblieben ist. Leute, darüber könnte ich auch ein komplettes Video eigentlich machen. Das habe ich zu der Zeit gelesen, als ich in dem Arbeitsverhältnis war, wo es mir nicht so gut ging. Leute, ich habe es euch geholt. Ich habe es auch schon so oft verschenkt, weil es einfach ein Buch ist, das so komplett mein Mindset irgendwie verändert hat. Und zwar das Kaffee am Rande der Welt. Leute, davon gibt es mehrere Teile. Ich rede jetzt aber, wie gesagt, nur über den ersten, beziehungsweise ich schweife nicht so aus, aber das ist das Buch, was mir definitiv im Kopf geblieben ist. Eine Erzählung über den Sinn des Lebens. Leute, das Buch, das ist auch nicht dick. Ich habe das an einem Tag gelesen. Das Buch, also wenn ihr das noch nicht gelesen habt, Leute, ich empfehle es wirklich, holt es euch und lest. Dieses Buch, das hat mir so viel gegeben in dieser Zeit und hat mir so viel bewusst gemacht und es hat so meine Ansicht zu manchen Sachen verändert und mich mal ein bisschen klarer denken lassen. Und ich fand das wirklich, also das ist das Buch, was ich jedem sagen würde, wenn ich ein Buch gelesen haben muss, welches ist das, dann ist das. Auf jeden Fall. Ich habe mir auch The Big Five for Life geholt, das ist ja auch vom selben Autor. Und ja, das habe ich aber noch nicht gelesen. Aber auf jeden Fall, das Kaffee am Rande der Welt hat mir sehr viel gegeben, das Buch. Das ist sehr gut, wirklich. Mein Lieblingscharakter aus Harry Potter, Leute, definitiv Ron. Ron Weasley, den liebe ich, wirklich. Ansonsten muss ich sagen, mag ich auch, würde man jetzt nicht so fühlen können, aber ich bin auch ein kleines Fangirl von der Bellatrix Lestrange, bin ich ganz ehrlich. Jetzt kommen ein paar Fragen, die finde ich auch richtig schön. Welche Orte oder Länder würde ich gerne bereisen und wieso? Leute, was denkt ihr jetzt, was für eine Antwort kommt? Die komplette USA, das ist mal Fact. Das steht auch auf jeden Fall auf meiner Bucketlist, Leute. Ich sage euch so, wie es ist. Dann natürlich Kanada. Kanada ist so eine komplette Mood. Würde ich aber eher im Herbst fühlen und auch ein bisschen speziell. Mit dem Wohnmobil würde ich das gerne machen. Also finde ich auch richtig cool, weil die Nature dort, oh mein Gott, ich breche ab. Und dann, was in der näheren Umgebung noch ist, Island und Norwegen. Also ich muss sagen, Island steht ganz, ganz vorne. Von jetzt dem näheren Umfeld, sage ich jetzt mal. Weil, Leute, ich sag euch ganz ehrlich, wie es ist. Wenn, das ist nämlich auch eine Frage von euch gewesen, könntest du dir vorstellen, im Ausland zu leben? Wenn ich mir vorstellen könnte, im Ausland zu leben, dann wäre es in Island oder in Norwegen. Weil das ist komplett meine Mut, mein Wetter. Island und Norwegen will ich auf jeden Fall noch sehen, unbedingt. Ja, und wahrscheinlich falle ich dann so in Love, dass ich da gar nicht mehr weg will wahrscheinlich, weil das wie für mich gemacht ist. Dann, wie gesagt, nochmal um auf die Frage zurückzukommen, ob ich mir vorstellen könnte, im Ausland zu leben. Muss ich euch ganz ehrlich sagen, bis ich 20 war, ungefähr, wollte ich unbedingt nach Amerika irgendwann auswandern. Wirklich, das war so komplett in mein Gehirn. Ich weiß nicht, ich bin schon immer so jemand gewesen, der gesagt hat, ich werde nach Amerika ziehen. Ich werde da leben, ja. Ich war schon immer so ein USA-Fangirl. Ich weiß nicht, woher das kommt, warum das so ist und warum ich auch schon so früh angefangen habe, so amerikanische YouTuber zum Beispiel zu gucken. Ich weiß nicht, woher das kommt. Also, aber umso älter ich wurde, desto besser habe ich mal verstanden, wie viel schlechter man es dort hat. Wir brauchen davon gar nicht anfangen mit der Krankenversicherung und wenn man dort nicht zu den obersten 10% gehört, Leute, dann hat man da verloren. Deswegen, also das ist komplett utopisch und wie gesagt, da muss man schon wirklich
sehr, sehr viel Geld verdienen, um da ein angenehmes Leben zu haben. Generell bin ich auch mit einigen Dingen, die die USA macht, nicht so einverstanden. Deswegen, ja, es ist auf jeden Fall ein schönes Urlaubsziel, Leute. Kann ich nicht verleugnen. Ich lieb's dort und könnte mir auch vorstellen, mal so 3 Monate oder so dort zu sein. Aber leben dort, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, trotzdem kann ich mir vorstellen, woanders zu leben. Ich finde es auch gar nicht so abwegig. Also natürlich kann man das nicht voraussagen, so, aber mein Wunsch wäre es auf jeden Fall, nicht mehr in Deutschland zu wohnen. Dann passend auch noch zum Thema ist, was war der schönste Urlaub, den du je gemacht hast? Das ist richtig schwer. Das ist genauso schwer, wie mir einen Song rauszusuchen, bin ich ganz ehrlich. Ich muss das aufsplitten auf meine Top 3, Leute. Ich kann nicht sagen, dass das der schönste Urlaub meines Lebens war. Ich mache meine Top 3, die aber alle 3 auf derselben Stufe sind, weil jedes für sich was Besonderes war. Also wie gesagt, der erste Urlaub, ich gehe das mal so ein bisschen nach den Jahren, war 2012, glaube ich. Und zwar mit der ganzen Familie, also meine Eltern, meine Schwester und ich. Wir waren 4 Wochen, also einen Monat in Amerika an der Westküste und haben eine Rundreise selbst gemacht. Also nicht irgendwie mit so einem geführten Kram, sondern wirklich, wir haben ein Auto gehabt. Wir haben verschiedene Hotels schon gebucht gehabt und haben komplett 4 Wochen lang sind wir durch die Westküste gedüst mit unserem Chevrolet Tahoe. Auch wirklich so ein Traumauto. Kann man hier in Deutschland vergessen. Ich wollte früher, als ich meinen Führerschein gemacht hatte, wollte ich unbedingt dieses Auto haben. Aber Leute, da kannst du mit dem Tankwägelchen hinterherfahren. Also ich glaube, den gibt es hier auch gar nicht. Deswegen, ich kann euch ja mal ein Bild einblenden, was wir für ein Auto hatten. Also von unserem Urlaub ein Bild, wie unser Auto aussah. Das war so ein Schiff. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich stehe auf so SUVs, auf große Autos. Ich habe ja selber ein SUV und ja, ich habe halt einen kleineren, also nicht so einen großen. Aber da muss ich sagen, 4 Wochen. Wir waren in, es hat angefangen in Los Angeles. Da waren wir ein paar Tage. Dann sind wir nach Vegas gefahren, über die Route 66, waren in Death Valley. Leute, es waren über 50 Grad in der Wüste. Wir waren im Hochsommer. Sowas Heißes habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Auf jeden Fall, dann waren wir in Vegas. Wir waren am Grand Canyon, wir waren im Yosemite Park, so ein übelst schöner Nationalpark. Ey, wenn ich daran zurückdenke, ich heule. Dann sind wir hoch nach San Francisco gefahren und dann die ganze Westküste runter, den Highway 1. Das wirklich, das könnt ihr euch nicht vorstellen, das war so schön. Direkt, der Highway 1 geht direkt am Meer entlang. Und ja, dann sind wir wieder runtergefahren, Santa Monica und sowas. Ja, das war auf jeden Fall einer der ersten schönsten Urlaube, die ich hatte. Danach kommt auf jeden Fall definitiv die Karibik, also die Dominikanische Republik. Da war ich mit meinen Großeltern und meiner Schwester. Das war 2019. Leute, da kann ich einfach nichts zu sagen. Das ist wirklich, also ich meine, ich war jetzt noch nicht auf den Malediven oder sowas, aber das ist für mich wirklich Heaven. Also das ist wirklich das absolute Paradies gewesen. Auch gerade diese Erinnerungen so zu haben, auch mit den Großeltern, das war wirklich eins der schönsten Urlaube, die ich jemals hatte und das werde ich niemals vergessen. Und die Kirsche auf dem Sahnehäubchen war auch noch, dass wir in einem Hardrock-Hotel waren. Ihr kennt ja wahrscheinlich die Hardrock-Cafés. Es gibt auch Hotels, wusste ich auch nicht vorher. Aber ja, wir waren im Hardrock-Hotel und Leute, das war wie Disneyland für Erwachsene, die Rock mögen. Und ich habe euch ja eben gerade erzählt, dass ich auch AC/DC und sowas höre. Und Leute, dieses Hotel, guckt euch das mal im Internet an, das ist krank. Also das ist wirklich, das ist wie im Disneyland, da stehen überall Boxen für Musik und es läuft in der ganzen Anlage, laufen den ganzen Tag solche Songs wie AC/DC oder Guns N' Roses. Also es ist wirklich ein Paradies gewesen, wirklich. Also das war, wie gesagt, auch unter den Top 3. Und dann natürlich New York. Leute, da brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen. Ich war 2019 auch mit meiner Schwester im Herbst, im Oktober in New York. Und jetzt 2021, also letztes Jahr vor Weihnachten, nochmal in New York. Und das vergisst man nicht. Das ist wirklich, ihr seht, das ist alles sehr USA-lastig, so ein bisschen bei mir, ne? Überall, wo es einen Starbucks gibt, da bin ich. So, Leute, dann die letzte Frage. Ich glaube, die wurde auch ein paar Mal gestellt, muss ich ehrlich sagen. Und zwar, wie alt ich bin. Leute, was schätzt ihr denn? Jetzt mal so rumgefragt, ja? Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie alt ich bin. Ich kann es euch jetzt sagen. Am heutigen Tage bin ich 29 Jahre alt. Ja. Nächstes Jahr RIP 20s auf jeden Fall, aber nicht schlimm. Ich fühle mich nicht wie
29. Also mir ist es eigentlich egal, was für eine Zahl das ist, aber ich bin auf jeden Fall ein 93er Jahrgang. Genau. Das erklärt auch meine Sucht für DVDs. So Leute, ich habe jetzt noch eine Frage gefunden, die beantworte ich jetzt noch. Und zwar, wie plane ich? Am iPad oder halt kalendermäßig, hat jemand gefragt. Also ich glaube sogar, dass ich das schon mal beantwortet habe, aber ich weiß nicht mehr, in welchem Video das war. Das muss auch ein Vlog gewesen sein oder so. Ich plane nicht auf meinem iPad, weil, wie ihr ja jetzt wisst, bin ich ein 90er Kind und ich habe den guten alten Planner. Also ich muss den euch auch irgendwann mal zeigen. Jetzt in dem Video wird es leider nichts, weil das sprengt auf jeden Fall den Rahmen. Ich habe auf jeden Fall so einen super süßen. Sieht auf jeden Fall ungefähr so aus bei mir. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ist ziemlich dunkel, ne? Ich muss euch das irgendwann mal zeigen, wie bei mir so mein Planner aussieht. Das ist auf jeden Fall auch was, was ich mega gerne mache und einfach nur lieb, es zu planen und mir alles aufzuschreiben. Genau, also um die Frage auf jeden Fall mal zu beantworten. Ich plane auf jeden Fall in meinem süßen Planner, den ich mir jedes Jahr neu bestelle. Ich sag mal so, der ist auch nicht gerade günstig, aber that's so me einfach. Ich bin halt einfach, wie ich euch schon gesagt habe, so eine kleine Planner-Maus und ich liebe das, alles reinzuschreiben. Und ich sag euch, wie es ist, da ist halt einfach mein ganzes Leben drin, ne? Ich habe auch sogar noch extra so ein Täschchen, habt ihr bestimmt auch in einem Haul gesehen von mir. Da sind alle meine Planning-Supplies drin, ne? Weil, ja, ich brauche natürlich auch Sticker und Stifte und Stempel und sowas. Und das ist alles da drin. Und ich weiß, manchen wäre das zu dumm. Man kann ja auch einfach das iPad nehmen. Aber Leute, nein, ich fühle das einfach mehr. Ich finde das einfach süß. Und da ist mein ganzes Leben drin. Deswegen ultra wichtig. So Leute, jetzt höre ich aber wirklich auf. Ich glaube, das sprengt sonst den Rahmen. Wenn ich noch irgendwas habe, was ich noch nicht beantwortet habe, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich mache bestimmt mal wieder ein Q&A und schreibe mir das dann alles raus. Es gibt bestimmt auch ein paar Fragen, die ich nicht beantworten konnte, weil das Video sonst einfach viel zu lang ist. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Q&A etwas gefallen und vielleicht war ja auch eure Frage dabei. Ich habe mich auf jeden Fall mega darüber gefreut, dass alle so schön mitgemacht haben und mich so viele Sachen gefragt haben und dachte, so ist man sich vielleicht auch mal ein bisschen näher, wenn man mal ein bisschen mehr über die Person so privat erfährt. Wisst ihr, wie ich meine? Ich fand das eigentlich ganz cute. Ich werde jetzt Mario ein paar Streicheleinheiten geben.